Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute geht es darum, ihr kennt es sicherlich, ich kriege hier Besuch, Katzenbesuch. Hallo. Ja, schau mal da. Und zwar, ihr begegnet immer wieder toxischen und narzisstischen Menschen und es passiert immer wieder das Gleiche. Ihr seid eigentlich, ihr wisst das schon alles, ihr seid in eurer Mitte und trotzdem begegnet ihr immer wieder diesen Menschen und ihr habt das Gefühl vielleicht sogar, dass ihr nur noch von Narzissten umgeben seid. Und warum ist das so? Und wo können Narzissten eigentlich bei dir andocken? Ich sag mal Narzissten, ja? Es gibt nicht immer alles Narzissten, aber ich sag mal toxische Menschen. Und warum ist das so? Und warum ist man dann abhängig von denen? Genau, das ist das treffende Wort. Und es geht hier tatsächlich um eine Sucht, um eine Abhängigkeit. So, jetzt ist das Flugzeug vorbei. Also wir befinden uns in einer Abhängigkeit, in einer Sucht. Und die Sucht ist in uns. Die Sucht ist in dir. Und zwar ist das ein Thema aus der Kindheit, wo du noch nicht in der Fülle bist, sag ich es mal so. Wo du noch nicht bei dir angekommen bist, wo du glaubst, dass du es noch im Außen brauchst. Liebe zum Beispiel. Wenn du glaubst, du bist nicht liebenswert, wenn du glaubst, du bist nicht geliebt und hast nie Liebe erhalten und dein inneres Kind fühlt sich ungeliebt von dir, dann kann der Narzisst wunderbar mit seinem Love-Bombing, was er so macht, ne? Also diese Anfangsphase, wo er dich zuschüttet mit Liebe und überschüttet, also dieses Extreme, wunderbar bei dir andocken und dann hat er dich eigentlich schon. Ja? Also das ist wie, er gibt dir die Heroinspritze und du bist sofort wieder abhängig von ihm. Also kommst sofort in der Abhängigkeit. Oder es ist etwas, was ich auch oft beobachtet habe, dass du dich danach sehnst, dass mal jemand was für dich tut und er bringt dir dann einen Kaffee oder er hat dir geholfen. Und das ist aber auch so eine Masche vom Narzissten, dich dann auch in der Abhängigkeit zu halten, weil du dann diese kleinen Taten so groß machst und natürlich, er kann auch dir richtig gut geholfen haben und er hat dir vielleicht Geld gegeben oder hat dich großartig unterstützt in deinem Leben, aber die anderen Taten, die er gemacht hat, die wiegen das nicht auf. Also die anderen Sachen können das nicht aufwiegen. Aber bei dir ist es so, dass du in eine Schuldfalle getappt bist. Das sind dann Schuldgefühle, die du hast, weil er dir doch geholfen hat. Und du zweifelst dann an dir selber. Du zweifelst, ob das richtig ist, dich zu trennen oder ob es richtig ist, ob du nicht zu hart mit ihm bist. Weil er hat dir doch geholfen. Anfangs hat er dir geholfen, ja. Später nicht mehr. Oder er macht das immer wieder, dass er dann mal wie so einen kleinen Brotkrumen hinwirft, damit er dich bei der Stange halten kann. Also, du wirst in eine Schuld, in deine Schuldgefühle gedrängt und bist dadurch abhängig von ihm. Das ist der andere Punkt, wo er andocken kann. Und das nächste ist, er dockt dann gerne an mit, indem er in die Opferrolle geht
Und das machen auch gern Väter mit ihren Kindern oder Mütter mit ihren Kindern, wenn sie gerade in der Trennungsphase dann sind, dass die Kinder Schuldgefühle bekommen, dass die Kinder denken, ach, die arme Mama, ich kann die nicht alleine lassen, ohne mich kann sie nicht überleben. Und der böse Papa und Mama braucht mich doch. Und ich möchte eigentlich beim Papa sein, aber wenn ich zum Papa gehe, dann, wie soll Mama überleben? Weißt du, so, das sind dann diese heftigen, ja, Taktiken, die ein Narzisst auch bei Kindern anwendet. Und wenn du das empathische Elternteil bist, hast du keine Chance. Du kannst dagegen nichts tun. Ja, das ist leider so. Es kommen auch viele Frauen zu mir, die genau diese Probleme haben, die sich getrennt haben von einem narzisstischen Partner und diese Probleme haben mit den Kindern und diese Schlammschlacht. Und also es ist wirklich heftigst, was da abgeht. Und ich habe es selbst erlebt aus eigener Erfahrung und ich kann da total mitfühlen. Aber auch dadurch, dass ich es selbst erlebt habe und da durchgegangen bin, durch diese Phasen und auch diesen Schmerz durchgefühlt habe, kann ich euch dann noch besser unterstützen. Ja. Also wenn ihr Hilfe braucht, schreibt mich an. Also ihr könnt mutig sein, einfach unten unter den Kommentaren. Also hier in der Infobox steht meine Nummer. Schreibt mir einfach, ich möchte einen Termin und dann regeln wir alles weiter. Ja. Warum passiert es, ich komme noch mal auf die Frage zurückzukommen, dass man wie von Narzissten umgeben ist oder von toxischen Menschen, die immer wieder in dein Leben treten, immer wieder, immer wieder. Und du denkst, ich habe doch alles schon gelöst, warum passiert mir das immer wieder? Es gibt dann noch so einen anderen Aspekt, dass man darauf, wo man, worauf man seinen Fokus legt, das ja auch anzieht, ja, also wenn du ein gelbes Auto gekauft hast oder ein grünes oder ein Ford oder ein, ne, dann siehst du plötzlich überall diese Autos. Wenn du schwanger sein möchtest oder schwanger bist, siehst du überall schwangere Frauen und kleine Babys. Das ist so ein Effekt, ja, der dann entsteht. Und das kann natürlich sein, dass wenn du dich sehr oft und sehr lang mit diesem Thema Narzissmus auseinandergesetzt hast und auf dieses Thema, auf dieses, dass du sehr im Fokus hast und dass du sehr, dass du wie überall Narzissten siehst, ja. Und tatsächlich, die sind ja dann da, die existieren, ja. Dass du das wirklich anziehst und dir manifestierst, ja. Also es tut sich in deinem Leben manifestieren und zeigen. Und wird hier gerade beschmust, das ist so süß. Genau, und die, genau, also die Anziehungskraft, die Manifestation, diese Katze. Ja, wir ziehen das an, wenn wir unseren Fokus darauf legen. Aber du brauchst keine Angst haben und keine Sorge haben. Auch wenn du das immer wieder anziehst, du wirst dadurch immer wieder gestärkt hervortreten, wenn du deine Grenzen ziehst, zu dir stehst und das beendest. Und das am besten so schnell es geht. Direkt und Kontaktabbruch. Keine Diskussionen. Nicht mit dem Narzissten diskutieren. Also die versuchen dich immer wieder so in so eine Schuldumkehr reinzubringen, dass du das Gefühl hast, bin ich vielleicht der Narzisst?
Genau. Und aber ein Narzisst würde sich das gar nicht fragen. Also der tut sich gar keine Gedanken darüber machen, ob er der Narzisst ist, ob er vielleicht schuld ist. Nein, du bist schuld. Immer bist du schuld. Ja. Und das werden dann auch so merkwürdige Gespräche, dass du sagst irgendwas und dann wird irgendwas hineininterpretiert, was du gar nicht gesagt hast. Und das vor allem, wenn du eine Grenze setzt. Wenn du eine Grenze setzt, dann will der Narzisst deine Grenze nicht respektieren und versucht immer diese zu umgehen mit allen möglichen Vorwürfen und ob du nicht, vielleicht bist du nicht normal, weil du das so fühlst. Das ist komisch, dass du das so fühlst, warum du schon wieder so fühlst. Und warum du diese Grenze unbedingt brauchst. Du musst jedes Mal dann noch dich rechtfertigen, warum du eine Grenze haben möchtest, warum du möchtest, dass, was weiß ich, bei dir im Zimmer angeklopft wird, warum du deine Ruhe gerade möchtest. Du musst gar nichts rechtfertigen. Ja? So, und wie eben diese Liebesbeziehungen, gibt es das auch im Umfeld mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Und das Beste ist, sich zu trennen dann und wirklich seinen eigenen Weg zu gehen und diese Menschen dort zu lassen, wo sie gerade sind. Du kannst sie nicht retten, das ist ja das Nächste, wo er andockt, ne? Mit diesem Mitgefühl, das wir haben, dieser Empathie, weil wir würden auch uns nicht so selber behandeln und... Was ist heute los? Ja, verzeiht mir das unruhige Gespräch. Ja, stellt euch einfach vor, ihr sitzt hier neben mir am Tisch mit einer lieben Katze und einem Kaffee und wir unterhalten uns. Und ja, wenn ihr das wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Sprecht mich dazu an und dann müsst ihr nach Elche kommen. Bucht euch ein Hotel und wir arbeiten dann gemeinsam. Kein Problem. Ja, also vor Ort Auge in Auge. Ich wollte auch noch mal die geistige Welt dazu befragen, was die geistige Welt dazu sagt, zum Thema Narzissmus und warum uns das passiert. Dazu muss ich mich mal kurz verbinden. Ich mache mal eine kurze Pause. Nochmal. Warum passiert das immer? Warum begegnen wir immer wieder toxischen, narzisstischen Menschen? Also es kommt so, ich tue es mal sinngemäß aussprechen, was mir da kommt. Wir sind Empathen, hochsensible, lichtvolle Wesen. Wir strahlen ein wundervolles Licht aus und das zieht diese dunklen Energien an. Wie die Motten das Licht, ja. Aber wir sind wie das ist wie eine Schule. Um uns darauf vorzubereiten, was auf uns zukommt. Wir gehen daraus jedes Mal gestärkter hervor.
Es ist auch so angelegt, also was mir auch jetzt gerade wie so ein Wissen, dass es sich ja immer mehr abspaltet, dieses Dunkle und das Helle, dass sich das immer mehr zeigt, immer mehr zum nach außen dringt und dass es immer mehr Menschen, die offenbaren sich in ihrem toxischen Verhalten, in ihrem normalen Narzissmus, und da kann es ganz, ganz krasse Erscheinungen geben. Und wir werden wie so darauf vorbereitet, damit umzugehen, wie wir damit umgehen, ja genau, wie wir damit umgehen sollen. Okay, und dann kommt mir, wie sollen wir denn damit umgehen? Also einmal, dass wir aus uns heraus eine Stabilität erhalten, die uns nicht mehr erschüttern kann. Also der sprichwörtliche Fels in der Brandung, der wir werden, wir sind der Fels in der Brandung. Und nichts soll unser Licht dimmen können. Also das ist so, wie wenn wir da stehen und jemand wirft einen Stein nach uns und wir bleiben trotzdem stehen und leuchten. Da muss ich jetzt so an Gandhi denken irgendwie. Wir bleiben stehen und leuchten. Also die können uns nicht mehr in der Schwingung nach unten bringen und uns niederschmettern. Der Sinn ist, dass wir in der hohen Schwingung bleiben können und das trainieren wir. Also das kam gerade jetzt so alles durch. Also eigentlich wird unsere Schwingung immer höher und wir bündeln die dann gemeinsam, also die liebevollen, lichtvollen Menschen, um den Menschen beim Aufstieg zu helfen, um den Bewusstseinswandel voranzutreiben. Also das ist das, was mir jetzt so hier übermittelt wurde. Und das ist für mich auch sehr stimmig. Und wenn wir so eine dunklen Phasen haben oder wo es uns richtig schlecht geht, dann sollen wir uns Hilfe suchen, zu Gott beten, zur Quelle, wie auch immer. Die Geistigen sind da und die wollen uns unterstützen in jeder schwierigen Situation. Und ich bin gerade so dankbar, dass, wenn ich so nach innen gehe, ja, dass es dann so ruhig ist, dass keine Flugzeuge kommen. Ja. Ja, ihr Lieben, schreibt mir doch mal eure Erfahrungen und eure Gedanken dazu gerne unter die Kommentare. Und jetzt noch was in eigener Angelegenheit. Ich habe am 28. ein Programm ins Leben gerufen, um nochmal mit ein paar Frauen 3 Abende mit Heilmeditationen und Einzelgesprächen in einem Paket, also ein wunderbares Angebot, ist wirklich sehr günstig. Ab 28. März, also meldet euch schnell an. Genau, das habe ich schon beworben, meldet euch, schreibt mir, wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, einfach meine Handynummer unten, traut euch einfach, wenn das per WhatsApp nicht geht, dann gebt mal nicht +34 ein, sondern 0034, das mache ich auch immer.
Dann müsste das eigentlich klappen. Ich bin auch über Telegram oder Frema zu erreichen. Und wenn das nicht geht, schreibt mir einfach eine SMS. Ja, genau. Und ansonsten möchte ich jetzt mehr Videos machen für euch und mich mehr mitteilen, mehr zeigen. Ich hatte tatsächlich das Problem, dass ich mich, dass ich ein bisschen Ängste hatte, einfach das auszusprechen, was ich denke. Aber das möchte ich nicht mehr. Ich möchte einfach mich authentisch zeigen, wie ich bin. Und ich möchte diesen ganzen, das habe ich schon, glaube ich, im letzten Video gesagt, diesen Marketing-Rummel, dieses Extreme, nicht mehr. Ja. Früher habe ich gedacht, ich muss das machen, um sichtbarer zu werden. Aber jetzt sage ich mir einfach, ich bin im Vertrauen, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Ich gebe nach außen, was durch mich durchkommt. Ich gebe nach außen, was in mir lebt. Und ich habe ganz deutlich die Botschaft erhalten, ich soll mich mehr mitteilen. So. Und dann nach außen gehen mit dem, was ich zu geben habe. Ja, ihr Lieben, wenn ihr gerne mit mir zusammenarbeiten wollt, dann scheut euch nicht und schreibt mir. Das habe ich bestimmt jetzt 4-mal gesagt. Ja, die Sonne blendet mich ein bisschen. Ich muss mich nächstes Mal andersrum hinsetzen. Ja. Ich danke euch fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr auch einfach meinen Kanal abonnieren, mein Video teilen oder mein Video liken und kommentieren. Ja, das hilft mir sehr, wegen dem YouTube-Algorithmus. Ja, bis zum nächsten Mal. Namaste.